Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir werden mal eben eine Gießkanne holen, weil irgendwie wurden scheinbar nicht alle Felder, die wir da gemacht haben, bewässert. Ich weiß nicht wieso. Wird jetzt einmal nochmal nachwässern und morgen müssen wir dann mal gucken, ja, wieso, weshalb, warum das so war. Wir haben noch 16 über, daher werde ich nochmal zwei Sprinkler nachbauen. Da brauchen wir noch Eisen und hier noch zwei. Weil dann können wir die Saat ja auch wirklich komplett benutzen. Dünger brauchen wir dann auch nochmal 16. Ne, 15 brauchen wir. Ist ja, ah, da haben wir eins zu viel. Naja, egal. Er wird ja nicht schlecht, der Dünger. So, da sieht man schon. Wenn ich dann aber durchkomme, hier ist eins trocken. Ich gieß mal. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, warum das nicht gegossen wurde. Müssen wir morgen mal drauf achten. Ob das wiederkommt oder ob das jetzt nur irgendwie war, weil wir da. Ah, ich weiß, glaube ich, warum das war. Weil wir das Feld ja noch nacharbeiten mussten an den Stellen wahrscheinlich. Und, ja, dass das davon kommt. So, ich werde mal eben den wegnehmen. Und den wegnehmen. Wo haben wir unsere Deluxe-Sprinkler hier? Stelle ich dahin. Und dann können wir hier noch was hinpflanzen, weil da haben wir ja schon Dünger drauf. Liegt das wahrscheinlich da dran, weil, wir da das Feld neu gemacht hatten. Da bringt das jetzt nichts. Wenn wir hier einen hinstellen, ja, würde es oben. Ah. Bringt uns jetzt nicht so richtig viel. Dann stellen wir lieber hier noch einen weiter daneben. Anderen stellen wir dahin. Müssen noch schnell hier einmal pflügen. Und da noch. Nein, da war falsch. Da war richtig. Mal schnell düngen. Muss ich auch gleich nochmal per Hand gießen. Da ist sicher. Dann haben wir unsere Saat auch aufgebraucht. Alles, was noch nicht nass ist, einmal per Hand gießen. Ab morgen läuft das dann alles. Wie gesagt, das kommt wahrscheinlich, weil wir da die Felder noch nachgearbeitet hatten. Dass die ja, dann dementsprechend nicht gegossen worden sind. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Sind zum Glück nicht so viele. Der muss noch. Da ist jetzt alles. Der sieht auch noch trocken aus. Jo, war er. Hier aus. Jetzt ist es langsam wirklich dunkel. Aber das sieht gut aus. Ich fülle mal die Gießkanne nach. Und dann können wir auch erstmal schlafen gehen. Hier wurde, glaube ich, alles bewässert. Doch, hier sieht es gut aus. Also können wir schlafen gehen. Erstmal den Tag beenden. So. Und da sind wir wieder. Dann können wir die Kanne erstmal weglegen. Und da wird alles schön gewässert. Wir brauchen uns nichts kümmern. Das kommt auch rein. Dann können wir gleich mal die Artefakte wieder abgeben gehen. Den Zapfhahn habe ich schon. Den brauchen wir ja noch. Wann kommt der Sommer? Und was hatten wir noch? Die Gießkanne, die wollte ich auch hier erstmal reinpacken. Dense kann eigentlich auch erstmal da rein. Erstmal wieder zu unseren Hühnern. Wobei, ah doch, ich wollte gerade überlegen, ob wir nochmal wieder Gold
einpacken. Ich sehe gehabt, da gerade noch gesehen, der Zapfhahn war fertig. Nein, du sollst das Ei nicht essen. Du wolltest eigentlich nur mal unsere Hühnchen hier begrüßen. Komm, geh doch mal weg vom Futter. Ach, wir haben schon Futter aufgehoben. Der Rest kann erstmal wieder da rein. Da ist der Zapfhahn fertig. Noch wieder Ahornsirup. Und dann werden wir hier gleich mal ein paar Bäume noch beseitigen, dass die wirklich genug Platz zum Wachsen haben und man vielleicht irgendwas ernten kann. Ahornsirup war der hier drin. Das war richtig. Ist die Frage, welche nehmen wir weg? Ich würde sagen, den lassen wir stehen. Die brauchen ja rund um sich Platz. Also könnte der hier wahrscheinlich sogar auch stehen bleiben. Bin ich mir nicht ganz sicher. Der muss auf jeden Fall dann weg. Dann sollten die anderen Platz haben. Der aber auch weg. Nein, die nicht. Die Tanne muss dann weg. Dann stehen bleiben. Da nehmen wir mal den hier weg. Dann muss der hier auch auf jeden Fall weg. Der muss weg und dann lassen wir den äußeren stehen. Daran, und der muss dann weg. Weil der hat eine Eichel fallen lassen. Heißt, da könnten wir Ahornsirup bekommen. Würde ich den stehen lassen und da gleich mal den Zapfhahn ran machen. Mittleren haben wir den, glaube ich, eben nicht mitgenommen. Da haben wir den. Wir hatten uns hier ja schon extra einen Baum gepflanzt gehabt, aber der braucht natürlich noch ein bisschen. Also probieren wir es einfach mal da unten mit dem. Veranda. Aber dann kommen die hier alle weg. Beziehungsweise der und der links daneben kann dann stehen bleiben. Die müssen dann auch weg. Damit wirklich genug Platz zum Wachsen ist. Ja, auch. Der Kleine hier auch noch. Müssten eigentlich genug Platz jetzt hier haben. Wir werden mal schnell nach unseren Pilzen wieder gucken. Wir natürlich durchkommen, also weg damit. Da sind wieder einige Pilze ready. Oh Mann, hier kommt man echt auch schon nirgendwo mehr richtig durch. Bäume sind natürlich auch alle hier viel zu dicht zusammen. Werde ich mal den... Ich nehme den hier weg. Lass den da über dann erstmal stehen. Da gibt es ja wilden Meerrettich, Lauch, sehr gut. Hier können wir auch mal ein paar wegnehmen. Fangen wir mal, geht eigentlich, na egal, nehmen wir den weg. Wird wahrscheinlich sowieso schon direkt wieder danach ein neuer wachsen. Der kommt hier auch weg. Daneben wächst noch wieder ein neuer. Wir kriegen wenigstens wieder ein bisschen Harz dazu, den wir ja für den Dünger brauchen. Und dann wäre es eine Überlegung, ob wir unsere Axt upgraden oder ob wir uns
die gute Angel da holen. Könnte man ja wirklich überlegen. Ich könnte natürlich auch die ganzen Kleinbäume jetzt einfach hier stehen lassen und alle anderen hier weg. Er muss weg, weil ich hier gar nicht durch. Weil dann hätten wir sozusagen gleich hier wieder einen Baumvorrat, der direkt nachwächst. Wäre ja auch nicht verkehrt. Und Holz brauchen wir ja auch noch reichlich. Komme ich gar nicht durch, weil da so viele Bäume stehen. Also nehmen wir den auch noch mit. Dann können wir einmal nach links noch da reingucken. Oh, wir müssen einmal was essen. Gleich nochmal was. Gleich nochmal was hinterher. Ja, wir könnten die Axt eigentlich mal upgraden, aber ich glaube, das kostet 5.000 oder kostet es sogar 10.000 jetzt schon. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ah, jetzt haben wir unsere Sense nicht mit, sonst hätte ich gesagt, können wir hier mal kurz ein bisschen frei machen. Und auch schon kaum noch durch. Ein bisschen Löwenzahn, noch ein Pilz. Und dann würde ich sagen, gucken wir unten auf der Wiese auch nochmal, weil wir müssen unsere Skills ja noch, hier unser Sammelskill, noch ein bisschen weiter hochkriegen. Hier liegt ja immer ordentlich was rum. Da liegt doch gleich schon der nächste. Und dann gehen wir mal hier drüben wieder auf die Insel rauf, weil da hatten wir ja beim letzten Mal so ein richtiges Feld. Ah, hier war das diesmal. Ah, ne, hier. Und da haben wir wieder tatsächlich Frühlingszwiebeln ohne Ende. Das war doch schon mal sehr gut. Erstmal nochmal mit. Und wo wir gerade hier sind, wir haben ja den Schlüssel. Ob der hier passt? Ne, schade. Hätte ich gedacht, dass der vielleicht da passt. Wie heißt der nochmal? Wo konnten wir den sehen? Da. Schädelschlüssel. Dann müssen wir nochmal in Erfahrung bringen, ob irgendjemand was darüber weiß, der uns sagen kann, wofür denn der Schlüssel überhaupt ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass er dafür vielleicht ist. Vielleicht weiß der Zauberer was darüber. Könnte ich mir vorstellen. Entweder er, der Bürgermeister, ja, könnte vielleicht sein. Aber dann glaube ich eher eigentlich sogar noch der Einsiedler, der was darüber weiß. Wenn wir hier gerade sind, können wir ja bei ihm vorbeigucken. Okay. Alles? Okay. Das hat uns nicht wirklich weitergeholfen. Schade. Und dann müssen wir nochmal mit ein paar anderen sprechen. Irgendeiner wird uns bestimmt einen Tipp geben. Vielleicht auch, wo wir die Artefakte abliefern. Könnte auch schon sein. Das ist überhaupt mal eine Idee, dass wir mal kurz da hochfahren. Die zwei Artefakte, die wir haben, abgeben. Wobei ist es 17.30 Uhr, also hat sich das schon erledigt. Schnell kommen wir da nicht hin. Da können wir uns dann auch auf dem Weg nach Hause machen. Da haben wir noch Holz gerade aufgesammelt. Hier können wir den nochmal wegnehmen. Da wachsen ja noch etliche unten. Da wir ja noch wieder Energie haben, können wir die auch ruhig benutzen. Der hier auch gleich noch. So. Auf zu haben können wir dann ja auch mitnehmen. Jetzt im Moment erstmal nicht mehr befüllen.
machen wir unser Inventar erstmal leer. Da ist ja doch einiges dazugekommen. Sachen noch. Haben wir sie? Da. Da. Ja, da haben wir schon mal was. Das gehört, glaube ich, auch hier mit rein. Die da mit rein. Auch mit hier rein. Ich glaube, sind da gar nicht schlecht drin aufgehoben. Wo haben wir denn die ganzen Pilze reingetan? Sind die alle hier? Ja, alle hier. Die packen dann mal damit zu. Erstmal. Das kommt hier mit zu. Oh, ein Pilz. Den. Da war's. Da rein. Fasern. Waren die Fasern? Hier waren sie. Verbrochene Brille kommt nach hier oben, dass wir sie da reinschmeißen können. Und dann werden wir noch einmal hier nach... Oh, Honig ist gerade ready. Bildhonig. Können wir eigentlich selber noch Bienenstöcke bauen? Käsepresse, Mayonnaise-Maschine haben wir, Webstuhl... Ölpresse, Schleim, Hartholz, Goldbahn, macht Gourmetöl. Dafür brauchen wir noch das Eichenharz. Einmachgefäß haben wir. Nee, ich sehe nicht. Also Bienenstock können wir scheinbar nicht selber produzieren. Hatten wir ja bekommen gehabt. Wo haben wir den Honig drin? Da haben wir ihn. Sehr gut. Ja, einmal wollte ich hier kurz nach rechts gehen, ob hier noch wieder so Würmchen auf dem Weg sind. Da sehe ich aber nichts, aber da sehe ich noch was kostenlos für rumstehen. Da auch noch. Einmal hier oben, hier steht ja auch oft noch. Da steht tatsächlich noch eine. Nehmen wir natürlich dann auch noch mit. Dann können wir auch nach Hause gehen. Ich bin echt schon auf die nächste Ernte gespannt, was wir da rauskriegen werden. Achso, kann ich ja noch wegpacken. Wenn ich mir wieder merken könnte, wo was drinne liegt. Ich glaube, wir haben noch Müll, deswegen gleich noch wieder was nachpacken. Ich auch gleich das Warz da drinnen lassen können, aber okay. So, und dann gehen wir mal schlafen. Ich glaube, Fernsehen hatten wir geguckt. Ah ne, Königin der Soßen. Tortillas. Okay, wissen wir aber schon, wie man das macht. Alles klar, also können wir schlafen gehen. Jo, ab ins Bett. Und da haben wir den Tag auch beendet. Aber an dieser Stelle würde ich auch sagen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Kommentar oder auch ein Like. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin erstmal. Tschüss.